Moin und willkommen bei Gradwerk Pfalz. Heute zeige ich euch, wie man die Kupplung bei Zündapp-Mopeds richtig einstellt. Wir fangen mit der Grobeinstellung nach dem Zusammenbau des Kupplungsdeckels an. Dazu zum Beispiel Kreppband auf die Kupplungszunge kleben, den Druckpilz in die Kupplung einstecken und mit einem Filzstift oder etwas Vergleichbarem anmalen. Nun den Kupplungsdeckel aufsetzen, Deckel auf das Gehäuse aufdrücken und den Kupplungshebel hin und her bewegen, bis sich die Position des Druckpilzes abgezeichnet hat. Nun kann die Kupplungszunge so eingestellt werden, bis der Druckpilz genau mittig auf der Zunge liegt. Die Mitte vom rot markierten Bereich im Bild natürlich. Um zu testen, ob der Druckpilz auch tatsächlich in der Mitte ist, kann man das Ganze mit dem Filzstift und Klebeband noch einmal wiederholen. Wenn so wie hier alles passt, kann das Klebeband entfernt werden und der Filzstift vom Druckpilz abgewaschen werden. Um die benötigten Scheiben für den Druckpilz zu ermitteln, wird diese eingesetzt und der Kupplungsdeckel fest aufgedrückt. Mit einem Zollstock kann man den Weg des Kupplungshebels feststellen. Es müssen so lange Scheiben unterlegt werden, bis dieser Weg bei 1 bis 2 mm liegt. Das war dann aber auch nur die Grobeinstellung. Die Feineinstellung erfolgt, nachdem der Deckel festgeschraubt ist. Hierzu müssen alle Arbeiten auf der Kupplungsseite, wie zum Beispiel das Einsetzen der Fußschaltwelle, erfolgt sein. Wenn das alles erledigt ist und der Kupplungsdeckel festgeschraubt ist, kann man die Feineinstellung über die Einstellschraube vornehmen, bis der Weg des Kupplungshebels bei 1 mm liegt. Dann kann die Mutter mit frischem Aludichtring drunter festgeschraubt werden. Dabei die Einstellschraube festhalten, damit diese sich nicht dreht. Zum Schluss noch den kleinen Deckel drauf und fertig ist die Sache mit dem Kupplungsdeckel. Wie man die Schaltung einstellt, zeige ich in einem anderen Video. Bis dahin war es das dann aber auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Lasst einen Kommentar, Daumen und Abo da und bis zum nächsten Mal bei Gradwerk Pfalz.